Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC hier auf der Obertal. Ja, zum startenden arbeitsreichen Sonntag, könnte man ja fast sagen. Denn, wie wir ja beim letzten Mal gesehen hatten, unsere Felder waren ja erntereif. Und da heißt es natürlich heute hier sofort erstmal wieder alle Drescher in Gang setzen. Ich glaube, genau, Feld 12 müsste einer stehen. So sieht's aus. Genau, das ist auch der erste Drescher. Den setzen wir ja einfach wieder in Gang. Und der hat ja noch einen Kurs drin. Feld 12 Dreschen, ist klar. Den Abfahrer habe ich mir schon überlegt. Den werden wir dann natürlich gleich oben zum Außenlager 2 schicken. So, da kann er hier weiterfahren. Weil sonst, denke ich mal, steht der Drescher zu lange. Da kommen wir ja nicht so recht vorwärts. So, der zweite Drescher, den hat man ja auf der 32 noch losgeschickt. Naheliegend zum Wegpunkt, jetzt stellen wir den ebenfalls hier ein. So, und dann ist das hier derjenige, der natürlich hier oben auf Feld 6 den Tabak ernten soll. Der braucht natürlich noch einen Kurs, ist klar. Weiß ich nicht, denke mal, drei Vorgewände müssten hier eigentlich reichen. So, Feld 29, was noch drin ist, das nützt uns nicht viel, ne? Wir müssen auch ein neues Feld. Auf Feld 6. Wir machen auch drei Vorgewände im Uhrzeigersinn natürlich. Und lassen die Breite so. Die lassen wir so. Wird schon alles wegkriegen. Wenn da ein Zentimeter fehlt, ist das nicht schlimm. Das sieht soweit ganz gut aus. Also er hat zwar dann, hier steht hier der Abfahrer. Ja, aber das so rum zu generieren, das glaube ich, das kriegt man nicht hin, oder das lassen wir mal so. So, dann wird das erstmal natürlich gespeichert. Meter sind das ja. Aber das ist Käse, was wir jetzt gespeichert haben. Das ist 06. Vorsichtshalber mal den falsch gespeicherten rausnehmen. Nicht, dass wir nochmal auf die Idee kommen wollen, es benutzen, dann wundern uns, wo der Drescher wieder hinfährt. So, am naheliegendsten Wegpunkt, Abfahrer einstellen, Feld 06 ist drin. So, dass er dann auch einen Abfahrer findet. Dann muss er hier weiterfahren. So, und dann sollten wir eigentlich nur noch... Den können wir uns später kümmern. Genau, hier einen haben. Jetzt natürlich mit richtigem Schneidwerk, hoffe ich. Ups. Noch Flurschaden anrichten, ja. So, der Trecker wird ja auf dem Abfahrpunkt stehen. Diesmal klappt es auch, so wie man sieht, ne? War mir eigentlich, weiß nicht, war mir nicht mehr so bewusst. So, er muss natürlich Feld 36 kriegen. Gibt es noch nicht, ist klar, müssen wir auch generieren. Ah, dann machen wir mal den Motor aus hier. So, Feld 36, ja. Machen wir auch drei Vorgewände. Und hier machen wir einen Meter weniger, dass er alles erwischt. Weil es hier unten so ein bisschen eng wird. Das ist natürlich jetzt, ja, ein bisschen ungünstig, würde ich sagen, weil... Aber das geht nicht zu ändern. Da muss der Abfahrer immer rundherum fahren. Na ja, gut, da hat er mehr Standzeit, der Drescher. Gut, das ist so. Das können wir nicht ändern. So, den müssen wir ebenfalls speichern, den Kurs.
13,5 Meter. Dann können wir hier einen Abfahrer einstellen. Feld 36 Abfahrer ist eingestellt. So, da laufen erstmal die Thresher, beziehungsweise der ersten zwei hier stehen ja schon wieder. Da müssen wir natürlich hier erstmal noch unseren ganzen Abfahrer noch durchgucken. Er verteilt hier noch Wasser. Den stellen wir ebenfalls ein. So, Feld 6. Feld 6 wird nicht am Hofgetreidesilo ausladen. Feld 6 fährt ebenfalls mit dem Tabak hoch zum Außenlager. Und das war jetzt Außenlager 2 Silo ausladen. Warum gibt es keinen B-Ladenpunkt? Kann ich das nur mit dem Zug abholen? Ne, hier kann ich auch mit dem Trecker drunter fahren. Oh, was macht denn er hier Gefährliches? Bei mir sollten das Wasserfass immer erstmal abhängen und anhängen. Vielleicht sollten wir den noch ein bisschen langsamer fahren lassen. So, genau, den hat man aufs Außenlager 2 geschickt. Der ist Feld 36 und fährt natürlich zum Getreidesilo. Das ist so richtig. Das ist ein Feld 11 Abfahrer. Da muss losgeschickt werden. Das hier ist Feld 32. Der Thresher steht schon oben. Er fährt sofort hin, das passt alles soweit. Mit dem könnten wir noch was anderes probieren. Da muss ich mal gucken, ob ich den erwische unterwegs dann. Der kommt noch nicht zum Einsatz. Feld 12. Der soll aber ebenfalls zum Außenlager fahren. Und zwar Außenlager 2. Silo ausladen. Hoffentlich mache ich da jetzt nichts verkehrt, aber ich bin der Meinung, man kann dort drunter fahren. Ach, jetzt habe ich ihn entlassen. Muss ich doch nicht entlassen, er muss da abfahren hier. Warten auf Ruf und nu. Berechne Fahrt und geht's weiter. Seemaschine, genau. Hier Problemträger, ja, Problem gelöst, ne? Wenn ich hier unten ganz einfach den Allrad einschalte, geht er natürlich auch wieder. War der Meinung, ich habe das eingeschalten. Also den brauchen wir nicht zu verkaufen. Den können wir behalten. Was wir hier gleich machen werden, ist, er kriegt mal noch ein Gewicht. Weil er hat ja jetzt keins mehr, hat ja der andere dran. Und zwar, ich glaube, so eins reicht, ne? Oder? Naja, das sollte reichen. Wir müssen natürlich hier in entsprechender Farbe lackieren. Aber momentan lasse ich den, glaube ich, erstmal hier auch noch stehen. Eventuell kriegt der gleich noch einen Flug mit hoch dann. Das weiß ich auch noch nicht. Da bleibt man erst hier stehen am Shop. Der stört ja hier keinen. So, hier wollten wir, glaube ich, Papierpaletten wegholen, aber da kommen wir jetzt nicht dazu. So, das sind die Thresher, die alle laufen. Tabak, ich denke mal, da kommt auch ein Abfahrer. Ne, da steht noch hier. Haben wir den noch nicht eingestellt? Doch. Er ist gleich fertig hier, das ist nicht schlecht. Aber er wartet da vorne auf einen
Nächsten Abfahrer. Der ist unterwegs zum Hof. Mal hier ein Stück zurückfahren, nicht dass er gleich noch mal eine Ehrenrunde dreht. Weil der wird ja gleich gebraucht vom Treasure. Vom Ruder. Ja, die Burschen stehen hier noch auf dem Feld rum, weil sie fertig sind, beziehungsweise mir hier was nacharbeiten wollen. Den werden wir mal hochschicken zum... Wo schicken wir den hin? Am Außenlager. Und zwar... Ja, so eine Sache. Am Außenlager 2. Flüssigdünger beladen. Ich glaube, der steht sonst dort im Weg rum. Oh, jetzt geht das schon wieder zu. Wir schicken ihn einfach mal dorthin. Da gucken wir uns das dort mal an. Ich glaube, da müssten wir noch eine Strecke einfahren sonst. So, wer steht denn jetzt hier rum? Den hat keiner eingestellt. Aufs Feld fahren. Dann fährt er nämlich gleich zum Treasure. Dann wird es nichts hier, da sind wir wieder nicht produktiv genug hier. So, genug Abfahrer sind erstmal unterwegs. Ja, und dann heißt es eigentlich noch Geld investieren, ne? Denn wenn wir mal gucken, halt beim Wachstum wollte ich gucken, genau. Hier Feld 46. Unser Raps, das ist ein sehr großes Feld. Ich sage mal, da sollten wir schon noch einen Treasure in Gang kriegen. Wäre dann unser fünfter Treasure, ist aber sicherlich nicht ganz so tragisch. Denn wenn hier welche durch sind, die können dann unten auf 44, 39, 43 wollen wir noch kaufen. 21 muss auch getroschen werden. Eigentlich alles ja noch. Und ja, denke mal, das werden wir tun. Wird auch ein Glas, klar. Glas, klar. Ne? haben wir dann 5 Stück. Damit sollten wir dann aber eigentlich reichen. Hier ist er. Hinten machen wir Breite drauf, das war's. Er braucht natürlich ein normales Schneidwerk dazu. Abfahrertechnisch denke ich mal, werden wir uns erst einen von den Abfahrern schnappen, die oben Feld 11 abfahren. So, Hauptfarbe muss natürlich grün werden, dass es zu Glas passt. Felgenfarbe machen wir natürlich rot. Einmal drüber. Und Designfarbe. Designfarbe machen wir natürlich weiß. Weil an der Seite noch Schrift dran muss, dass da Glas drauf steht. Da passt das. So, da geht's mit Ihnen hier zu Feld 46. Der wird dort reichlich zu tun haben. So, 46 und Abfahrer einstellen.
Wie gesagt, dann brauchen wir natürlich... Ach genau, er kommt hier an, das passt. Den können wir gleich mal rausnehmen und hier Streckennetz anmachen. Achso, die fahren hier drunter durch und da drüben fährt keiner hin. Hier ändern wir noch ein bisschen was und zwar... Hier rechts. Rechts fährt ein Trecker. Ich dachte, ein Trecker kommt. Hier werden wir erstmal noch einen direkten Weg anlegen, sodass sie direkt hier aufs Silo fahren können. Und dann könnten wir wirklich mal noch einen Trecker gebrauchen. Aber ich denke mal, wir können hier hinten was abholen. Da hätte ich natürlich gern noch einen Wegpunkt dazwischen. Kreuzt sich zwar jetzt hier ein bisschen, aber ich denke mal, da fahren wir nicht so unten unter den Triggern durch. Zug darf natürlich hier dann keiner kommen, ne? Reicht das schon als Beladepunkt? Na doch, hier so, das reicht auf alle Fälle, selbst wenn hier ein Trecker kommt. Dann machen wir das mal so rum, dass wir hier genau an der Stelle einen Punkt kriegen. So, und das muss dann heißen... A2 Silo B-Laden. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wo fahren wir jetzt hin? Ich würde sagen, wir fahren hier auch gleich raus. Und müssen eigentlich einmal dorthin anbinden. Und einmal eigentlich... Oder war das jetzt falsch? Dann einmal eigentlich nach unten anbinden. Anfangspunkt müssen wir noch ändern. Das funktioniert hier so noch nicht. So, hier müssen wir nochmal die Verbindung rausnehmen und tun die Verbindung von hier aus. Da sollte es funktionieren.
So, unser Drescher ist angekommen. Wir lassen mal unseren PKW hier. Nicht, dass wir noch was ändern müssen. Als erstes kümmern wir uns mal um den hier. Der muss dann erstmal definitiv zurück zum Hof. Der braucht dann ein anderes Schneidwerk und der kann dann unten auf Feld. Was ist denn das? 30, ne? Ich glaube, das kleine Feld ist. Ne. 35 ist gut. 30 kann er dann weitermachen. Aber da brauchen wir erstmal ein Kartoffelschneidwerk. Oder wir machen erst die Rüben. Die Rüben sind doch auch schon erntereif, oder? Doch, doch, die sind erntereif, 40. Ach klar, Rübenschneidwerk haben wir noch nicht, ne? Wir haben doch bloß Kartoffeln und Zwiebeln, ne? Und natürlich jetzt Karotten. So, der fährt natürlich erstmal zum Hof, zum Waschplatz 1. Weil so viel Ordnung muss sein, das Schneidwerk muss sauber gemacht werden. So, das kann raus. Und wie gesagt, er fährt erstmal zum Hof, zum Waschplatz 1. Kann der hier los. So, dann hat man jetzt den ersten. Ein Abfahrer stand ja jetzt hier noch auf dem Feld. Na, no, das ist der. Der könnte eigentlich. Er könnte eigentlich ausladen fahren und dann gleich mal Richtung Feld. Ja doch, den nehmen wir dazu. Richtung Feld 46. So, hier Feld 46. Abfahrer einstellen und einmal weiterschalten, dass er noch ausladen fährt. So, wie gesagt, er war angekommen. So, und dann brauchen wir natürlich für den hier einen Kurs. Und zwar Feld 46. Drei Vorgewände, würde ich sagen. Oder vier. Drei reichen. Und das sollte soweit passen. Also er tut dann auch die Feldreihen erst hier vorne die machen und dann weg vom Abfahrpunkt. Das sollte eigentlich soweit funktionieren. Dann bloß die Frage, was näher ist. Ja doch, der Hof ist näher wie Außenlager, weil hier ist kein Außenlager, ne? Nee. So,
Es dauert schon ein bisschen länger beim Speichern. Soll er anhalten, das werden wir aktivieren. So, Abfahrer einstellen, naheliegender Wegpunkt. 4 Stunden. Quatsch, der braucht doch keine 4 Stunden, das Feld zu mähen, zu dreschen. Da bin ich immer gespannt. Das wäre ja Raps ohne Ende. Dann wird er ja vor dem Winter gar nicht mehr fertig. Na gut, das werden wir erleben. So, und dann stehen ja hier die anderen zwei Abfahrer hier oben rum, genau. Der vorderste, der fährt zum Hof. Können wir erstmal rausnehmen. Der fährt auf alle Fälle erstmal warum geht das denn immer zu? Der fährt nicht dorthin, der fährt vom Parkplatz zum Hof auf die 3. So, und der hier, den können wir auch rausnehmen. Er kriegt jetzt Feld 30, war es genau. Feld 30, weil dort wird dann der Roder als nächstes hinfahren. Das sollte, glaube ich, auch mit einem Abfahrer dort aus reichen. So, und hier müssen wir jetzt mal gucken. Hier sehen wir natürlich jetzt nicht, was drin ist. Hier müssen wir auch ein Display hinbauen. Bin ich so der Meinung. Und zwar brauchen wir so eins hier. Es gehen zwar hier nicht alle Früchte drauf. Aber das müssen wir uns dann individuell umstellen, wenn wir hier was herbringen, dass wir uns die Frucht mit hoch ein, also mit oben einstellen. Das können wir auch, das ja stellen wir auch gleich um. Ups, da war es drin. Ich will es schön nah ranstellen. Dann bleibt so stehen. Genau, da ist schon was drin. Also, der Abfahrer mit dem Weizen, der war schon mal da. Und wie wir sehen, Tabak ist erstmal hier nicht. Weil gar nicht alle Früchte, die reingehen, hier drauf passen. Aber das werden wir uns gleich abändern. Und zwar Hafer, Raps, Sonnenblumen, Soja. Gut, das ist alles möglich. Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohr. Werden wir hier definitiv nicht reinfahren. Dann werden wir das auswählen. Bis wir hier Tabak haben. Da müsste es auch weiß werden, weil es dann nicht doppelt vergeben ist. Wenn es wirklich nicht reicht, dann müssen wir andere Früchte rausnehmen. So, bestätigen. Und wie wir sehen, was kriegt man jetzt? Angeliefert, das sieht mir doch aus wie Tabak, oder? Zack, und sofort rennt hier die Anzeige hoch. Also erste Ladung Tabak ist auch da. Das funktioniert. Wenn wir den gerade anfahren, funktioniert auch. Der Deckel geht noch auf. Ne, warum fahren wir nicht weiter? Achso, wir schieben erst den Hänger zurück hier. Dann könnte eigentlich der Pkw. Ne, gut, den lassen wir erstmal noch hier. Der bleibt hier wieder hängen. Gut, hier müssen wir mal noch was ändern. Und zwar, der erreicht natürlich erst seinen Wassertrigger, wo Wasser abgibt. Das ist mir schon soweit klar. Dann geht wahrscheinlich
weil er dann einen Pfad sucht, wird es wahrscheinlich so sein, dass... Genau, dann erwischt er den hier vorne als nächstes. Dann müssen wir hier mal ein bisschen was ändern. So, mal gucken, ob er da noch rumkommt. Ja, wenn das immer noch nicht geht, dann, tja, was machen wir dann? Dann können wir nur versuchen, andersrum zu fahren. Ich denke mal, beim Ausladen wird er dann, beim Umschalten wird er den anderen Pfad erwischen, was der ist, der durch den Stall durchführt, zum Stroh abgeben. Und deshalb wird er sich dort verhaspeln. Ah doch, da ist noch genug Platz. Da müsste dann auch, wenn wir selbst mal mit größerem Gerät abfahren oder Wasser bringen, sollte das genauso funktionieren. So, lassen wir den mal weiterfahren. Der fährt ja, Moment, der fährt doch... ja, denn das wird er eingestellt. Sollte er nicht am Hof Wasser beladen? Ich freue mich nicht sehr wunder, warum die Tiere, warum das so lange dauert, wenn er mal runter zum See fährt. So, hier geht's mit Volldampf wieder zum Drescher abbunkern. Hier werden wir mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. So, hier kommt eine Ladung Hopfen. Gibt frisches Bier, ne? So, und genau den hier suche ich eigentlich, weil, das müssen wir natürlich noch ändern. Also er dürfte dann nicht zum Feld, zum Erdfruchtsilo fahren, weil da werden wir echt keinen Raps reinkriegen. Denn sonst, er muss ein Getreidesilo ausladen. Dann sollte das hier laufen eigentlich. Kann sein, dass das hier ein Abfahrer zu wenig ist aufgrund von der Feldgröße. Das müssen wir mal gucken. Wenn wir oftmals unten jetzt hier die Meldung sehen, dass der Drescher abgetankt werden muss, ich vermute mal, gut, das ist der auf Feld 12. Da vorne kommt der Abfahrer. Ja, das geht noch. So, das ist ja schon der auf 46. Ja gut, er kann relativ weit fahren. Müssen wir mal sehen, wie viel Zeit das ist. Und hier wird überladen. Das passt alles soweit. Da ist mit dem Tabak auch schon auf der zweiten Runde. Kommen wir recht gut voran. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, beim Seasons Wetter sieht es ja so aus, ja, dass wir heute auf alle Fälle trocken. Morgen ist trocken. Sonntag sollte es trocken sein. Montag sollte es auch noch trocken sein. Gucken wir mal. Also bis Sonntag mindestens, dass wir in 5 spielen. Zeiteinstellung. Und ja, zur Not könnten wir dann schon mehr vom Wetter sehen, ob schlechter wird, vielleicht darauf eins gehen. Ich hoffe mal, dass wir innen bis Sonntag hier die Ernte abgeschlossen haben. Aber mit 5 Dreschern sollte das funktionieren. So, wen wir jetzt suchen müssen, ist eigentlich hier irgendwo, müsste da vorne unser Roter stehen. Ja, aber um den wollen wir uns dann am Montag kümmern. Denn das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.